wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Folge Theresa. Was zur Hölle? Also, ich bin total verwirrt. Warum unsere Mutter? Wurde unsere Mutter von diesen Leuten getötet und warum sind wir auch Ziel? Sind wir irgendetwas, was die Welt befreien soll oder so? Oder? Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Was heißt, es ist kompliziert? Ist sie hier oder nicht? So, wir sollen jetzt mit ihr reden. Gut. Ich gehe aber nochmal... Ich muss mich einfach umschauen. Sorry, ich muss es einfach. Wer weiß, wann wir hier das nächste Mal wieder reinkommen. Ich heile mir auch nochmal. Da oben ist jemand. Wer ist zum Beispiel da oben? Werden wir bestimmt gleich herausfinden. Ich glaube, das ist der Ausgang, oder? Das ist der Ausgang. Es tut mir leid, aber Erzmutter Tirsa hat befohlen, dass du nicht ohne sie gehen darfst. Ja, ist in Ordnung. Wenigstens seid ihr jetzt mal ein bisschen nett zu mir. So, jetzt muss ich erstmal herausfinden, wer unsere Mutter ist. Das ist ja unfassbar. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy. Das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh. Oh. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das ist wie die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein, nein. Bitte, bitte. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis.
Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich sag jetzt mal, ich komme mir ein bisschen vor wie in der Truman Show, ganz ehrlich. Es geht eine Tür auf, wir werden als Baby irgendwo hingelegt und wir werden großgezogen und die Tür geht dann einfach wieder zu und ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie beobachtet werden von irgendwelchen Leuten außerhalb, das kommt mir alles wie die Truman Show vor. Dass wir einfach nur ein Spielball von irgendwelchen Menschen sind, die hinter dieser Tür noch leben oder so. Sonst hätten die uns ja nicht einfach da hingelegt, als wir gegen den Maschinenteufel gekämpft haben oder unsere Mutter, beziehungsweise die Urmutter, die ja irgendwie unsere Mutter ist, weil wir ja plötzlich als Baby irgendwo auftauchen. An die Tür geht auf, wir werden als Baby irgendwo hingelegt, die Tür geht zu, bumm, Ende. Also ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwie nur ein Spielball sind.
Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Das machen wir. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Wir werden helfen. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Wer zur Hölle war Rost? Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Ich habe das Gefühl, dass Rost irgendwie noch lebt, dass das alles nur inszeniert war. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich kann also überall hin, ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Das ist gut, ja. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Na klar, sehr eingeschränktes Sichtfeld auf die Welt, wa? Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Boah, wie mit jeder Religion, da kommt man mit Fakten und keiner weiß mehr von irgendwas Bescheid. Ah, typisch. Okay, ich sollte gehen. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Na klar. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Die Stärksten unter uns sind tot. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, hoffentlich werden wir einstimmen. Ja, ja. Nein? Okay. So. Ja, alle sind jetzt tot. Wir sind. Die Ausgestoßene. Sie hat also überlebt. Hast du ein Problem? Wer hat das gesagt? Hast du das gesagt? Wenn wir die Hymne nur inbrünstig mit deiner grünen Kappe da. Sicher erbarmen. Echt, ey, Alter, sie sind immer noch stinkig auf uns. Na gut, wir sind die einzigste Überlebende. Meine Stiefel werden ganz nass. Ja, das ist bestimmt ein sehr großes Problem. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Oh, danke. Endlich mal ein Lob. Oder mal Zeit. So, ein bisschen Heilung mitnehmen. Ein bisschen Holz mitnehmen. Wir brauchen es. Wir gehen nämlich jetzt außerhalb des blumigen Landes hier.
Auch wenn wir natürlich, wenn wir jetzt hier gleich erstmal draußen sind, gucken, wann wir... wen wir noch helfen können hier unten. Vielleicht können wir da noch irgendwie irgendjemanden helfen. Man kann ja auch jetzt schon mal ganz schnell gucken, wa? Was haben wir da? Was ist... Achso, ist das Rostgrab? Oh Gott, da müssen wir mal hin. Da ist ein Quest. Altes Waffenlager. Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Oh, altes Waffenlager hört sich aber schon gar nicht mal schlecht an. Tragbar. Munition. Reisen. Inventar. Outfit. Ja, haben wir ja alles. Okay. Gut. Also hier drin sind nicht so weit, aber wir gucken natürlich erst nochmal zu Rostgrab. Das interessiert mich. Ob da nicht irgendwie irgendetwas noch ist. Macht mir das Tor auf. Dann musst du mit dem neuen Kriegsherrn sprechen. Rash, auf dem Wall. Das Tor ist auf. Achso, wir sind noch gar nicht draußen. Hätte sein können. Was haben wir hier? Ach, eine Vorratskiste. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Wir wollen ja, wir sind jetzt Sucher, also dürfen wir auch die Suche... Bringt so viele Sänger mit, wie ihr finden könnt. Ja. Deswegen dürfen wir jetzt ja auch die Habe von anderen untersuchen, weil wir halt Sucher sind. Wir dürfen jetzt auch klauen. Heißt das. Im Großen und Ganzen heißt das, wir dürfen die Leute ausrauben, weil wir suchen ja. Wir suchen halt einfach nach Antworten. Oh, hier war leider keine Antwort drinne. Ist hier hinten vielleicht noch eine Antwort? Kletter da doch nicht hoch. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich muss aufhören, dagegen zu laufen. Das wäre, glaube ich, hilfreicher. Aloy! Aloy! Der Urmutter sei Dank. Wo bist du? Du bist am Leben. Hey, Tab. Warum heilt das eigentlich bei mir hier immer? Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tiersa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch, er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Naja, wenigstens Bast und Vala, aber die sind ja auch tot. Die wurden ja auch erschossen durch das Maschinengewehr da, was die dabei hatten. Alle sind sie tot, aber man muss Bast vorhalten, er war noch nett gewesen zu uns am Ende. Er hat uns nämlich zurückgezogen. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Muss er. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Es ist süß, dass der sich Sorgen um uns macht. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßener, so in der Art. Ja,
Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Ach, der ist schon ein netter Kerl. Ich muss jetzt gehen, Tab. Urmutter schütze dich. Bestimmt. Warum auch nicht? So, wir sollen da hoch. Warte, da ist noch etwas, was sehr wichtig ist.